Der Tiger will es noch einmal wissen. Tiger Woods gibt nach mehr als 9 Monaten Pause jetzt sein Comeback bei der Hero World Challenge auf den Bahamas. Das Turnier wird von Woods Stiftung organisiert. Es gehört zu den inoffiziellen Events auf der amerikanischen PGA Tour. Zuletzt gibt es auch ein Game mit US-Präsident Donald Trump. Mit der Rückkehr in den Golfsport wischt der 41-Jährige Spekulationen über ein Ende der Karriere vorläufig vom Tisch bzw. Rasen. In den letzten Jahren sorgt der Superstar nur selten mit sportlichen Schlagzeilen für Aufsehen. Im Sommer wird er unter Medikamenten stehend nach einer Verkehrskontrolle eingelocht. Vergangenen Freitag erklärt er sich in Florida des rücksichtslosen Fahrens schuldig. Dabei war er einst der Größte. Als 21-Jähriger gewinnt er 1997 als jüngster Spieler und erster Schwarzer das traditionelle Masters. Damit wird Tiger zum Superstar. Noch lange vor Schumacher, Ronaldo und Co. soll er als erster Sportler überhaupt mehr als 1 Milliarde Euro verdienen. Doch es folgen Skandale. Von Medikamentenmissbrauch wird ebenso berichtet wie von Alkoholexzessen. Seit vielen Jahren werden Woods zudem außereheliche Affären nachgesagt. Nicht nur einmal setzt er bei den Damen einen Hole-in-One. Der Tiger fährt die Krallen aus. Mehr als ein Dutzend Frauen, vorwiegend Bardamen und Callgirls, gehen mit bekannten Details an die Öffentlichkeit. Seine Ehe, aus der Kinder hervorgehen, wird geschieden. Er unterzieht sich einer Sextherapie und zieht sich vorübergehend vom Sport zurück. It's because Daddy made some mistakes. Meinen Kindern sage ich, Daddy hat Fehler gemacht, aber ich bin für sie da. Es ist nicht so, dass ich es bereue, nein. Aber ich sage, jeder macht Fehler. Everybody makes mistakes. 2013 kämpft sich Woods wieder auf Platz 1 der Weltrangliste. Doch Verletzungen stoppen ihn. Seine Beziehung zu She-Beauty Lindsey Vonn ist nicht immer lustvoll und mittlerweile auch Geschichte. In der Historie des Golfsports ist noch kein großer Spieler nach so langen Pausen wieder zurückgekehrt. Doch Woods ist stets für Überraschungen gut.